Herzlich willkommen zum neuen Short Review Review Let's View. Ihr seht, das Thema ist diesmal ganz klassisch. Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Es wird ein Dreiteiler. Wie ihr seht, es sind drei verschiedene Magazine, wenn ihr es so wollt. Ein Buch, zwei Magazine zu Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Alles sehr klassisch, also aus den 80er Jahren. Und ich werde es einzeln begutachten und kommentieren. Diesmal geht es um Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter, das Heine-Buch zum Film. Es ist auch in den 80ern erschienen und ja, es hat dieses großartige Artwork wie Luke mit dem Laserschwert auf der Segelbaracke oder auf dem, ja, auf der Segeljacht, kann man fast schon sagen, von Jabba gerade, ja, kämpft, um seine Freunde zu befreien. Ja, wollen wir uns das nochmal angucken. Dieses Buch, wie gesagt, könnt ihr sehen, ist im Heine Verlag erschienen. Und zwar auch wohl um 83 auch herum. Hier könnt ihr sehen, ein großartiges Artwork, wie ja, der Sternzerstörer gerade sich dem zweiten Todesstern nähert. Hier ist die Tyridium TIE Fighter und da saß ja, ja Darth Vader drin. Schauen wir uns mal an, worum es geht. Das ist das Buch zum Film. Hier könnt ihr auch die ganze Crew von sehen. Das ist ein wunderschönes, ja, Posing-Bild von Luke, Leia, Han, C-3PO, R2-D2 und Chewbacca. Großartig. So. Ihr seht, das ist das Heine-Buch 2110, was auch immer der Nummer ist. Nach einem Originalbuch, also übersetzt, es ist von 1983, wie hier steht. Also direkt dann, als der Film rausgekommen ist. Als erstes werden die ganzen Charaktere gezeigt. Han Solo, Luke Skywalker, Prinzessin Leia Organa, Lando, Wicket, der Hutt Jabba, R2-D2, ausgeschrieben, C-3PO, also richtig englisch geschrieben sogar, Wahnsinn. Interessant, sowas zu beobachten. Darth Vader, Chewbacca, Yoda. Und dann wollen wir mal gucken. Hier könnt ihr sehen, Darth Vader, wie er gerade auf den Todesstern eintrifft, mit dem Admiral Pete, glaube ich, müsste das sein. Ne, der Moff Jarrett war das, nicht Beat. Ach, die Namen, ganz als Kind damals 1983, da habe ich all das drauf gehabt, aber wie gesagt. Hier wird die Geschichte erzählt, das ist so ein bisschen mehr wie, ja, würde ich sagen, eine kleine Novelle. Ich will das deswegen auch gar nicht vorlesen. Das hier, ja, mit Dialogen so dazwischen, gar nicht so schlecht. R2-D2 und C-3PO, wie sie bei, ja, auf Jabba, dem Weg nach Jabbas Palast sind. Da sind sie wohl vor Jabba. Bib Fortuna, sein loyaler Assistent und der dicke, wurmzerfressene Molch. Chewbacca, gebracht von Bosch, dem Kopfgeldjäger, verkauft an Jabba. Hier seht ihr, wie Bosch dann Han Solo befreit aus dem Carbonit, wo er eingefroren war. Sehr schöne Bilder. So, weiter geht es. Ja, das war natürlich Luke. Es war Leia, die Han befreit hat. Auch sehr cool. Was mir aufgefallen ist, dass er ein bisschen andere Kleidung anhatte, Han, im Imperium schlägt zurück. Achtet mal drauf. Wenn ihr den Film seht, wie er eingefroren wird und wie er ausgefroren oder aufgetaut wird, kann man so sagen. Ausgefroren. Ja, da ist so ein kleiner Unterschied. Schon ganz witzig. Hier könnt ihr auch sehen, als sie erwischt werden, wie dann die ganze Mannschaft sich hinter so einem Vorhang versteckt hat. Eigentlich auch recht lustig überhaupt. Dieser Elephant. Menschen da, der so im Hintergrund, dieses Elephant Monster, auch sehr witzig. Lando, der sich versteckt hatte dort auch, nicht schlecht. Ah, hier haben wir Chewbacca, der gerade im Gefängnis auch Han trifft. Luke, wie er als Jedi ankommt. Auch hier das ganz berühmte Bild, wie Leia als, ja, Sklavin von Jabba gehalten wird. C-3PO als Dolmetscher. So, und hier sehen wir, wie sie Luke und Han ja gerade zum Sarlacc bringen. Und hier unten, das ist eine Szene, ich persönlich bin der Meinung, ich habe sie damals im Kino gesehen, in der ersten Fassung, und die ist dann rausgeschnitten worden. Diese Szene habe ich nie wieder gesehen, das ist eine rausgeschnittene Szene, sie wird im Roman erwähnt.
Denn Luke ist mit seinen Machtkräften oben, ihr könnt es genau sehen, hier ist Jabbas Thron, wo er genau dahinter sitzt. Ihr könnt hier die Mäuler sehen mit den Ketten und hier, das sind eben halt Meergitter. Er hängt drunter und wie von Jabbas dann auf seine Finger gehauen wurde, er wieder abstürzt. Diese Szene wurde später entfernt. Also ich weiß gar nicht mehr genau, ob sie überhaupt bei ausgeschnittenen Szenen dabei ist. Ich habe sie ich persönlich bin der Ansicht, ich habe sie damals im Kino gesehen und dann nie wieder. Und habe mich immer gewundert. Sie wird im Roman erwähnt und ich gucke gerade, wie es hier erzählt wird. Hier steht es auch. Luke nutzte seine Jedi-Schulung, sprang senkrecht in die Höhe, als der Renko ihn angriff und bekam die Gitterstäbe über dem Schacht zu fassen. Die Höflinge traten ihm so lange auf die Finger, bis er wieder hinabstürzte. So. Und genau diese Szene fehlt im Film. Sehr, sehr interessant und hier ein wunderbarer Beweis, diese Szene hat existiert. Denn oftmals haben viele gedacht, das ist die Szene, wie er am Gitter beim Renkorwärter hinten in der Renkorgrube rüttelt. Und das ist nicht der Fall. Hier könnt ihr es wirklich ganz genau sehen. So, weiter geht es. Hier der Sarlacc. Das ist natürlich noch das Original, nicht die Special Edition, wo man ein bisschen mehr mit dem Maul und neun Tentakeln gearbeitet hat. Leia, die sich um Jabba gerade mit der Kette kümmert. Boba Fett, der von Luke ein bisschen fertig gemacht wird mit dem Laserschwert. Han, der versucht Lando zu retten. Hier kämpft er auf der Segelbrake, Luke. Der X-Wing von Luke, der auf Dagobah ansteuert. Hier kommt der Imperator an. Also, ich lese dieses Buch jetzt nicht vor. Ich will jetzt das nicht als Audiobuch machen. Aber ihr seht, das ist ein wunderbare Artworks, wunderbare Szenen aus dem Film. Obi-Wan Kenobi als Geist, wie ihm die Wahrheit über seine Schwester Luke die Wahrheit über seine Schwester erzählt. Hier, kurz vor dem Angriff auf den Todesstern, wie der Plan geschmiedet wird. Und ihr müsst wissen, das ist jetzt kurz nach der Hälfte des Films. Das heißt, der Film hat eigentlich über eine Stunde lang den Endkampf. Und das ist echt selten, das ist was ganz Besonderes. Auch hier können wir sehen, Lando als General, Mon Mothma, General Madine, einfach kultig. Hier unsere Helden, wie sie da lauschen. Admiral Akbar, alles Kultfiguren. Jede Figur war Kult geworden, das war echt Wahnsinn damals. Man war völlig geflasht von dem Film und alles. Ja. Hier, wie Lando und Han über den Millennium Falcon reden, wie sie eben halt, dass er ihn nehmen sollte zum Todesstern. Und es ist wirklich so, eigentlich war sogar geplant, dass Lando am Ende des Films sich opfert und mit dem Millennium Falcon im Todesstern explodiert. Es war wirklich so geplant. Aber es hat man dann doch geändert, weil sie doch Angst hatten, dass es den Zuschauern nicht ganz so gefallen wird. Auch hier wunderbares Bild von der Crew in der Tyridium. Hier auf dem Waldmond Endor, wie sie sich durch die Wälder Richtung Bunker begeben. Wenn man im Film die Szene sieht, ist hier oben das Raumschiff zu sehen, mit dem sie gelandet sind. Hier wird gerade auf einem der Scouts, auf einem der Speederbikes geschossen. Und das sind noch echt viele Seiten. Na. Komm. Leia, als sie sich getrennt hatte von der Gruppe, wie sie auf Wicket trifft und wie sie dann von Scouts fast gefangen genommen wird. Ja, die tollpatschige Falle, wie tollpatschig doch die in die Falle der Ewoks gegangen sind, unsere Helden. C3PO als Gott verehrt bei den Ewoks, den süßen Teddybären. Einerseits geschätzt, andererseits gehasst. Damals war wirklich eine Hassliebe bei vielen von den Ewoks. Viele fanden sie zu kindisch, zu Teddybärartig. Andererseits haben sie heute einen so kultigen Stellenwert. Ich würde mich nicht wundern, wenn die nochmal einen Auftritt auch in den neuen Star Wars Serien bekommen. Auch wenn er nur kurz sein könnte. Hier auch ein schönes Bild von einem Ewok. Die sahen wirklich toll gemacht aus. Wahnsinn. Ja, Luke und Leia, die über
ihre Eltern reden. Was hier sehr interessant ist, in der Szene überhaupt, Leia spricht davon, dass sie ihre Mutter kannte und dass sie sehr traurig war. Sie spricht von ihrer echten Mutter. Und wenn man die Filme sieht, ist ja Padme, was ja die echte Mutter ist, gestorben. Damit haben sie eigentlich einen Fehler gemacht, nachträglich, denn so wie es aussah, hier hat in dem Sinne Padme noch gelebt. Ja, weil sie hat ja von ihrer richtigen Mutter geredet. Luke, der sich dann verabschiedet. Hier wurde er gerade vor Darth Vader geführt. Na, ich lege das mal so hin, damit ich besser blättern kann. Ja, Vader und Luke, die sich über das Lichtschwert unterhalten. Tolles Bild von Harrison Ford, da so ein Dickicht. Ja, hier haben Leia, Chewbacca und Han gerade den Bunker besetzt. Der Imperator. Nochmal der Imperator Lando, kurz vorm Anflug auf den Todesstern, wo er merkt, dass es doch eine Falle sein könnte. Der Imperator konfrontiert Luke. Admiral Akbar. Das sind alles kultige Bilder, es macht so Spaß, das an sich anzugucken. Auch hier, Han wird gefangen genommen von den Sturmtruppen beim Bunker. Die Ewoks befreien ihn. Der erste Kampf. R2-D2 wird angeschossen. Ach, herrlich, herrlich. Das Lichtschwert-Duell, Wahnsinn. Damals sowas von episch, Wahnsinn. Und heute geht es noch epischer, das ist echt verrückt. So. Chewbacca im Kampfläufer. Der Imperator mit seinen tödlichen Strahlen macht Luke fertig. Der Anflug auf dem Todesstern. Ja, dann haben wir schon die Siegesfeier. Das war's auch schon. Und hier nochmal das tolle Artwork ja, vom Anflug auf den Todesstern, von, als Darth Vader sozusagen ankommt. Ja, und hier auch wunderbares Bild, wie der Imperator war. Es muss da ja das, gewesen sein, weil das sind ja seine Wachen und der Vader kommt gerade auch ja, zum Thronsaal. So, das Buch, ich weiß jetzt nicht, was es gekostet hat, das steht hier nicht. Früher, heute würden ISBN-Nummern und Preise da stehen, das war damals nicht der Fall. Ich denke mal, es hat so zwischen 10 und 20 Mark gekostet. Kleine Zusammenfassung hier. Ein wunderbares Stück Star Wars-Geschichte und für mich ja Kindheit pur, kann ich so sagen. Ich werde immer wieder nostalgisch, oder wie geht es euch? Schreibt das gerne in die Kommentare, denn ich freue mich über jedes Like, ein Abo, ja. Sagt, was ihr davon gehalten habt und schaut auch gerne euch noch die anderen Videos über Star Wars, die Rückkehrritter, über die Magazine an, die ich mir angeschaut habe. Ansonsten, ich verbleibe bei euch, ja, bis zum nächsten Mal.